meine Lieben, willkommen in 7 Days to Die, willkommen bei Abonacho. Ich habe gerade ganz dummes Gefühl gekriegt. Ihr seht, ich habe noch ein bisschen gebuddelt. Die meiste Zeit ist allerdings für was anderes draufgegangen, das seht ihr gleich. Deswegen hatte ich ein ganz dummes Gefühl. Und dann habe ich gedacht, die kann ich direkt schon löschen. Guckst du mal nach. Und habe mich hier hochgebuddelt. Das sind übrigens von hier aus gesehen 25 nach oben. Glaube ich. So Pi mal Daumen. Und dann habe ich mich hier mal so hochgebuddelt. Deswegen ist auch meine Pickaxe ziemlich im Eimer. So, hat noch ein paar Punkte verteilt, dass ich gleich Stahl machen kann. Habe ich übrigens gesehen mittlerweile. Mal hier gucken. Auch 3 Dinger. So. Hier bin ich rausgekommen und hier stehe ich. Ah. Ja, schön. Das können wir uns jetzt fertig machen. Ich hoffe mal, dass jetzt hier... Nee, das ist dahinter. Das ist gut. So, und dann machen wir nämlich uns jetzt hier den neuen Mineneingang hin. Das heißt hier... Ah, dann brauche ich ja doch noch eine Leiter. Okay. So. Und einmal dran setzen. Hedge habe ich, wie ihr seht, schon gemacht. So. Und jetzt wird hier auch einmal drumherum gebuddelt. Dass das schick ist. Okay, das ist dann zu dunkel. Also, so, so. Oh. Oh. Das ist ja doof. Ja, kann ich mir gleich einen Schick machen. Rampen. 2 Stück. Nee, 1. Und, die habe ich jetzt gar nicht hier drin. Weil ich die so selten brauche. Wo haben wir sie denn, die Corner? Da Cobblestone. Und wo ist Holz? Gibt nicht mehr? Cobblestone, Cobblestone. Gibt's die aus Holz nicht mehr? Doch. Ah, okay, die heißen nicht mehr Corner. Deswegen. Verstehe. So, soll heißen, der müsste dorthin. Ja. Ist übrigens, was die grafischen Dinger betrifft, immer noch mit Untermischen schwierig. So, dann brauche ich aber 2 von denen. Geh mal wieder weg. Ich brauche die da. Wo haben wir sie denn? Dort. Ja, ist schon klar. Ich hätte auch kurz einfach mal warten können. Nein, kann ich natürlich nicht. Na gut, wenn ich die jetzt... Super. Erstmal durchschaufeln. So. Dann müsste ich den ja... Ne, hier muss ich dann wieder einen anderen setzen. Sonst wird es auch wieder unschön. Ach, ist das alles. So. Der muss nämlich dann so. Und dann wird das auch in hübsch. Glaube ich. Okay. So, jetzt gucken wir aber mal direkt durch. Ich kann auch einfach mal Holz eingeben. So. Und das und das und komplett Ecke. Okay. Wenn ich nämlich dann den jetzt hier hinstelle, dann ist das hier auch in hübsch. Jawohl. Und dann kann ich hier weitermachen. Den da. Den da. Und den da. So. Gucken, wie wir es dann jetzt haben. So, und da muss wieder so ein Innencorner hin. Den hätten wir dort. Und dann brauche ich wahrscheinlich auch wieder natürlich
Okay. Ja. Und dann brauche ich auch wieder so eine Innenkomplettecke. Und dann haben wir es auch in hübsch. Ist er denn? Nö. Das machen wir hier. Genauso wie... Da ist er ja. Auf der anderen Seite. Geht doch. Muss ich den trotzdem nochmal abnehmen. Sonst kann ich ja hier gar nicht aufrüsten. So. Dann sollte ich da aber auch einen hinsetzen. Besser ist das. Mal gucken, wen ich da hier die Treppe wahrscheinlich. Haben wir denn immer noch nicht genug Licht? Okay. Naja, da sollte ich aber dann auch. Sonst auch doof. So und so. Wir wollen es ja schon irgendwie gleichmäßig haben. Also ich zumindest. Okay, jetzt die beiden Innenecken. Ja. Und so. Okay. Dann brauchen wir das da. Dahinter können wir die Erde wieder hinsetzen. Rezepte. Ein Grasboden. Ein Rasenstück. So. Genau, und jetzt die beiden hier hin und dann stimmt das auch. Ja, das ist doppelte Arbeit kommt immer dann zustande, wenn man gerade ein bisschen dümmlich ist. Das ist ja doof. Dann mache ich das hier anders. Okay, wo ist denn meine Axt? Da. So. Das ist schade. Warum ist das jetzt schon wieder so? Das hatten sie doch mal anders. In der 14.7, da wurden die auch ganz normal doppelt aufgewertet. Oh, das sieht doch ganz hübsch aus. Warum denn nicht? Und hier packen wir das Stück Rasen wieder drin. Und alles gut. Weil jetzt noch die Hedge da drauf. Und sitzt. Das brauchen wir für später, mache ich das. Das mache ich nicht für jetzt. Dass ich mir jetzt hier so einen gespeicherten Wegpunkt setze. Hat er übrigens gesehen, der letzte hatte dieses Symbol, ne? Obwohl ich das ausgewählt habe. Das ist ja auch merkwürdig. So. Jetzt. Nee. So. Das brauche ich nämlich dann für später. Und jetzt machen wir das hier mal schnell klar. Soll heißen, ja, am besten so, ne? Komme ich da gut hin? Oder auch nicht? 1, 2, 3, 4, 5. Ist ja auch doof. Muss ich den echt? Einen Sechsen kann ich nicht machen. Doch, kann ich. Okay. 6 gehen. Oh, das wird aber nicht einfach. Vor allen Dingen, ich muss auch irgendwie hochkommen. Ist ja doof. Also ich muss ja höher kommen. So ist richtig. Und jetzt muss ich vor allen Dingen erstmal was essen. Und was trinken. Ich habe eben schon so ein bisschen was getrunken. Aber das war wohl nicht genug. So, gleich brauche ich die... Das kann wieder an der Seite. Die Schaufel wieder. Weil Leben besorgen, damit ich mir eine neue Pickaxe machen kann. Ist ja auch nicht so verkehrt. Oh, die Feral, die war doch sehr entspannt, ne? War schön ruhig. Die haben nicht viel Stress gemacht.
wunderschön getanzt mitunter. Fand ich auch sehr schön. Also von daher, war. Oh, ich verstehe. Warte mal. Ich glaube, ich muss immer ein paar Sachen kurz ausziehen. Das könnte ich auch mal reparieren. Besser ist das, glaube ich. So, das kann. Okay, haben wir auch schon voll. Da haben wir noch Steine. Dann nehmen wir den Sand auch mit raus. Machen wir woanders hin. Und dann kann ich hier jetzt erstmal besetzt werden. Und jetzt drehen wir mal um. Mach halt so. Was doch? Ja, du kriegst doch alles. Nun warte doch mal ganz lockig. Ist doch alles gut. Den Kilt, den habe ich doch mittlerweile wieder an, oder nicht? Die Temperatur geht ja auch schon langsam runter. Also von daher, wird schon. Jetzt stöhne ich die ganze Zeit so rum. Das mag ich ja so gar nicht. Einen auf anstrengend tun, obwohl du nichts tust, nicht. So. Zwei sogar kann ich da unten wieder reinpacken. So, und weiter. Und weil es so schön ist, noch ein. So, das soll reichen. Ich depp. Einmal das. Dann den Sand. Er kommt, fangen wir von unten nach oben an. Dann wird das gehen. So, jetzt kann ich die dusseln. Das kann ich gleich mal an die Seite packen. Jo. Und das. Ach nee, da gehören ja gleich die. Was wollte ich jetzt? Erstmal was in die Schmiede reinpacken. Das wollte ich. So, kann aber erstmal so drin bleiben. Brauchen wir nicht anschmeißen. Die Gläser. Machen wir so. Dann können wir gleich beides erledigen. So. Ach so. Kann ich doch eigentlich anschmeißen, weil dann kann ich die gleich mit reinschmeißen. Mach halt. So, meine Klamotten erstmal wieder an die Seite legen. Und dann geht das wohl. Ach, was hast denn du schon wieder zu meckern? Warte. Ich komme runter. Lass mir erst Tür zumachen. Dankeschön. Wo bist du denn? Komm her. Das ging schnell, ne? Nehmen wir mit. Hätten wir das auch erledigt. So, kommt dahin. So komisches Komiker. Jetzt Lehm. Und Wasser halt. 19 Uhr schon wieder. Futter. Nicht getroffen, weil aber Nacho manchmal dudelig ist. Ja. Leer. Neu. Nehmen wir auch mit. Gleich Futter dabei haben, ist sowieso nicht. Dankeschön. Ist sowieso nicht verkehrt. Zwei Steinchen sind hier noch. Guck mal an. Wo habe ich jetzt meine Gläser? Dort. War auch gefüllt. Super. Und jetzt einmal Lehm besorgen. Da können wir auch die Bären jetzt mitnehmen. Dann haben wir die auch. Wofür brauchen wir die eigentlich sonst noch? Dafür gibt es ja so keine Rezepte. Muss ich mal in die... ins Campfire. Ich nehme an, das wird Wender mit dem Campfire gemacht. Muss ich da mal reingucken. So. Na gut, den nehmen wir auch noch mit. Und jetzt können wir uns hier den Lehm besorgen, den wir brauchen. Und doch, geht doch zwei runter. Ja, und dann können wir anfangen, tatsächlich Eisen zu machen. Und so wie ich es brauche.
Und das heißt auch eine Menge von den Gittern. Davon könnte ich eine Menge brauchen. Da muss ich mal gucken. Das ist jetzt dann quasi schon das Gerüst bauen für die 28er Rolle. Für die 21er Rolle. So ist richtig. Nicht 28er. Also für die erste große, wo die Spucke halt mit drin sind. Und da geht's jetzt ran. Zwischendurch müssen wir echt mal nach Kartoffeln gucken. Aber da würde ich ganz gerne erstmal so weit stehen haben, wie ich es denn gerne hätte. Und um Platz suchen. Ich hätte schon eine Idee, was den Platz betrifft. Und da werden wir dann auch gleich mal irgendwie gucken. Also nicht jetzt gleich, sondern halt etwas später. So, den kann ich schon mal kurz reinbringen. Da haben wir noch ein paar. Okay, das war's. Jo. Damit wir gleich ein bisschen Dingens machen können. Ein bisschen Forge Iron. Das geht auch irgendwie so inflationär weg. Man hat's und weg ist es. Ich glaube, ich brauche keine Wendeltreppe mehr. Da würde ich auch jetzt dann ganz gern mal bauen. So. Die ist weg. Oh. Oh. Ja, dann. Alles kein Ding. So, da könnte ich mir Zeugs machen. Ordentliches. Futtermäßig. Machen wir da unten hin. Und die Bären, die kommen, ja, dorthin halt. Und den Lebenden packe ich mir jetzt dort erstmal mit hin. Machen wir so. Brauchen wir dann jetzt erstmal nicht mehr. Auch nicht schlecht. Vielleicht davon auch direkt eine neue machen. Mal schauen. So, da könnte ich das Fleisch eigentlich auch direkt mitbraten. Wo ist es denn? Dort. Na komm halt mit. Da. Ich weiß, du brauchst Zeugs. Und ich tapp. Und Wasser. So, wie viel brauchst du? 2 Minuten 40. Das geht wohl. Und jetzt wollte ich genau, mich da irgendwie rüberbauen. So war das, glaube ich, jetzt gedacht. Und zwar ja. Oh, da muss ich ja deutlich höher. Oder ich muss hier langsam runtergehen. Hier dürfte ich mir jetzt nichts tun, ne? Nein. Gut, dann machen wir das so. Wir gehen hier am Baum ein wenig hoch. Brauche noch ein paar Woodframes. Woodframes? Woodframes? Da. Gib mir mal nochmal 50 Stück. Na, jetzt habe ich das ganze Baumaterial oben gelassen. Bin ja echt ein schlaues Kerlchen. Ein ganz schlaues Kerlchen, wie ich gerade feststelle. Ja, müsste ich doch dann. Das ist dann. Diese Höhe ist dann schon mal gut, ja. Und von da aus komme ich auch dorthin, wo ich hin will. Okay. Mach halt mal weg. Dankeschön. So, dann kann ich den hier wegnehmen. Das ist ein doofer Baum. Den mag ich nicht. So, wie weit komme ich jetzt hier raus?
Ja, wenn ich das so mache noch, dann geht das auch. Okay. Hier müsste ich aber eigentlich auch noch höher. Das fällt mir doch gleich wieder alles zusammen. Das sehe ich doch schon. Ah, das ist aber gut. Ja. Kann ich den jetzt hier so rüber bauen? Haut das wohl hin? Weiß es nicht. Kann auch sein, dass mir jetzt hier wieder alles zusammenfällt, nicht wahr? Weil ich könnte hier mal diese beiden wegnehmen. Oh. Das sieht gut aus. Dann habe ich nämlich eine Lauffläche, auf der ich arbeiten kann. Sehr schön. Perfekt. Sieht lustig aus. Absolut. So, ich brauche eh noch mein Baumaterial. Und wir haben 21 Minuten rum. Meine Lieben. Ihr kennt ja das Spielchen, was ich jetzt hier machen werde. Ihr seht, meine Lauffläche habe ich fertig. Da fällt nichts mehr zusammen. Ich würde sagen, ich melde mich einfach wieder, wenn ich das Gedöns hier fertig gebaut habe. Ich glaube, das ist... ja, das ist sinnvoll. Denke ich mal. Von hier aus kann ich jetzt ja wunderbar bauen. Ja, das hält. Das sieht aber sehr merkwürdig aus. Okay, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Teilt es gerne auf euer Social Media, das würde mich freuen. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Bye, bye.